So, hallo und damit willkommen zurück beim Let's Play Euer Truck Simulator 2. Jo, wir fahren gerade mal los. Startet die Motor, sie noch auf dem Weg nach Stettin, um Fischstäbchen zu liefern. Eine der wichtigsten Lieferungen, die wir je getätigt haben. Da ist also Milch im Gazprom-Tank nichts dagegen. Das ist einfach, also Fischstäbchen sind einfach von einer so unglaublichen Relevanz. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist, also wenn man sowas nicht nutzt, dann ist es wirklich, jo, ich benutze mal den Berg, um etwas runter zu beschleunigen. Ja, Wunderbärchen. Dann fahren wir auch schon einmal weiter. Wir müssen schauen, dass wir baldigst, was heißt baldigst, dass wir irgendwann in den nächsten Stunden mal eine kleine Pause ansetzen. So, Tag, Kollege hier. Kawusch. So. Tagsüber mal schlafen legen, das ist schön. Und zwar in... Ich wollte das anderes drücken. So, 7 Stunden haben wir noch zur Lieferung. Ungefähr. Oder ein Bahnübergang. So, wir haben nämlich einen geschlossenen Bahnübergang. Kavusch, ein Güterzug. Ach, süß. Wir haben nämlich, was ich sagen wollte, ungefähr kurz vor 15 Uhr müssen wir schon, dass wir da mal Pause machen. So, wenn er weiß blinkt, heißt es, dass er frei ist. Da habe ich es auch gelernt. So. Das ist in Deutschland nicht so, das ist überall anders so. Wobei in Deutschland blinkt ja für den Zugfahrer dann das Signal weiß, wenn der Bahnübergang geschlossen ist. Von dem hier ist das gar nicht so different. So, das Lied kennen wir auch schon. Das Klavier ist wirklich penetrant. So, also das war in den nächsten, jetzt haben wir knapp 13, in den nächsten 2 Stunden mal schauen, wo wir dann mal schlafen und nächtigen können und tagsüber nächtigen. Ist einfach eine tolle Sprachkombination, ist einfach schön, ja. Dann haben wir leider wieder einiges der Nachtfahrt vor uns. Das ist medium prächtig, aber was willst du machen? Das ist einfach eine Tatsache, die wir so hinnehmen müssen und da kannst du nichts machen, weil Vorschriften gelten natürlich für alle, auch für uns als LKW-Fahrer. Somit sollte man das nicht in Frage stellen, warum das so ist. Genau, hier haben wir eine Kurve angekündigt, aber ich glaube, dass wir diese auch ohne Warnschild hätten. Ja, doch einigermaßen meistern können. So ein Bus, ach süß. Ihr habt mir auch mal in die Kommentare geschrieben, was das für ein Bus sein soll. Es ist schon ewig her. Ich habe keine Ahnung. Es tut mir leid. Keine Ahnung mehr. Jo. Kavusch, jetzt sind wir sogar auf 90. Was, Josh? Das ist so, bewegt sich jetzt aber schon ordentlich im illegalen Bereich. Das weißt du aber. Ja, ich weiß. Das ist auch nicht in Ordnung von mir. Ich meine mich zynisch, aber ich stelle so 85. So. Was haben wir noch Interessantes, was wir durchschalten können? Kühlwassertemperatur, bla bla. Bremsdruck. Oh. Wir sind voll langsam, ey. Beschleunigt mal, Josh, dankeschön. Sogar übers Ziel hinausgeschossen, ist ja nicht toll. Jo, und würde sagen, wir nehmen mal wieder die Anzeige hier mit dem Spritverbrauch, dass wir ein bisschen drauf achten können. Auch wenn das Ganze etwas dramatischer aufgezogen wird, sollten wir uns dennoch bewusst sein, was wir für die Umwelt tun, welchen Stellenwert wir einnehmen und wie wir unser Leben führen wollen, ohne die Umwelt zu belasten. So, da vorne sieht das nach Vorfahrt aus. Nein, wir haben keine Vorfahrt. Da ist frei. Ja, gut, das schaffen wir locker. Und da ist auch frei. Wunderbärchen. Muss aber gar nicht so arg langsamer werden. Da kommen wir ein bisschen zügiger vorwärts. Also die Frage ist, schlafen wir da vorne schon oder fahren wir nochmal einen weiter? Ich gehe mal davon aus, dass wir... wobei hier haben wir Serpentin. Ich weiß es nicht. Fahren wir einfach mal raus. Hier ist ja egal, oder? Wobei, dann erleben wir die Serpentin bei Nacht. Nee, komm, wir müssen schon raus, also dann haben wir gar nicht mehr Zeit. Wie sieht's denn aus? Ja, eben, wir sind knapp 2 Stunden, das hätten wir nicht mehr geschafft, von dem her. Nehmen wir da gerade einfach mal fröhlich für die Ausfahrt, nächtigen einmal, dann haben wir, na gut, dann ist nachts, mitten in der Nacht, das ist schön. Aber da kannst du halt nichts tun. So, eine Parkeplatze. Ich glaube, wir haben einmal direkt am, so wie es aussieht, direkt an der Tankstelle, Schlafmöglichkeiten, oder wir fahren einmal hier hinten rein. Ich würde mal gerne hinten reinfahren. Was auch immer uns da in den Hinterhöfen erwartet, ich weiß es nicht und will es auch nicht wissen, was es hier mit Schlafen zu tun hat, aber genau, er wird auch schon müde, das heißt, wir müssen schauen, dass unsere Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Holla, das ist voll das Frachtpanel. Wo haben denn mal hier Schlafmöglichkeiten? Wo können wir uns hinstellen? Wo sind die ausgewiesenen Parkplätze? Boah, auf einmal ist das laut. Hilfe. Ja. Einfach hier, oder was? Einfach hier. Okay. Dann stehen wir mal so dynamisch hier.
Oha, interessant. Okay, dann machen wir einmal hier Motor, Feststellbremse und einmal zack. Das Unvermeidliche. Eben, es ist gerade eben Nacht geworden. Das ist einfach schön. Naja, aber kannst nichts machen. Das ist halt, ich glaube, wir werden eh auf immer und ewig in der Nacht fahren, einfach weil das normal ist. So. Aber schön, dass wir einen kleinen Teil hinten entdeckt haben. Im Auge gefällt mir ganz gut. Jo. Ich sehe zwar nicht allzu viel, aber ich bezweifle auch, dass hier so viel Verkehr ist. Das glaube ich nicht. Das würde ich einfach nicht glauben. Auch wenn du mir das sagst, ich glaube das dir nicht. So, einmal hier links. Vor allem, da war auch wesentlich ruhiger als an der Tankstelle. Also ich fühle mich jetzt wesentlich ausgeruhter, als wenn ich an der Tankstelle geschlafen hätte. Einfach weil man seine Ruhe gehabt ist, mit der Frachtverladung hat warten können. Das haben die alle schon gemacht. Oder die fangen jetzt erst an. Oh, ein Bahnübergang. Da vorne ist wieder ein Bü. Und der Bü blinkt. Heißt, ich darf drüber. Er blinkt immer noch und der blinkt immer noch. Heißt, ich darf immer noch drüber. Finde ich gut, ja. Und dann wird jetzt fahren wir mal ein paar Serpentine. Wir sehen zwar nicht so viel, weil Nacht ist, aber was willst du machen? Jo, einmal Fernlicht reingemacht. Wobei, ich könnte mir auch solche Dinger holen. Solche extra Scheinwerfer, Premium-Lichtmachteile, aber ich weiß nicht, ob es das bringt. In der Nacht wird es eigentlich schon was bringen fürs Let's Play, aber pff, ich sehe dort nicht so den allzu größten Sinn drin. So, der Spritverbrauch freut sich auch über solche Passagen, das ist schön, aber da muss ich auch mal freuen. Ich meine, der Motor wird nur ein bisschen durchgepustet. Ja, ich mache schon das Fernlicht aus. Brauchst mich gar nicht so anfahren mit deinem Licht, ne? Das ist, das tut mir nämlich auch weh. Ich habe auch Gefühle, genauso wie mein LKW. Jo, immer Kurve hier, wunderbar. Aber wir haben noch, keinen Unfall gebaut, die Folge. Das ist nicht schlecht. Nie so wie die letzten beiden Folgen, aber es war ja auch, das war auch kein Zustand. Oh, was ist denn da vorne? Ein rot leuchtender Bagger. Warum leuchtet der rot? Ich glaube, wir haben ein Texturproblem. Es ist normal, dass Bagger rot leuchten. Und ihr habt auch nichts genommen, falls ihr euch das fragt. Liebe Kinder, wenn Bagger rot leuchten, dann braucht ihr euch keine Angst machen. Es ist nur, dass man die danach besser sieht. Stellt euch mal vor, mitten in der Nacht hüpft ein Igel mit über die Straße und dann würde nicht rot leuchten. Was würde passieren? Genau, da er braun getarnt ist, dunkel wie die Nacht, kann man ihn nicht erkennen. Somit ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Igel diesen Vorfall leider nicht überlebt. Das ist schade und traurig und deswegen leuchtet dieser Bagger bei Nacht rot. Genau, Neongelb ist out, jetzt leuchten wir einfach komplett rot. Toll, schön, das glaubt mir jetzt auch jeder, hoffe ich mal. Wer glaubt's mir nicht? Jo. Das ist auch nicht zum Glauben. So. Hier sind 50. Warum auch immer. Ach, wir überqueren die Grenze. Nach Polen wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nach Polen kommen. Würde Sinn machen. Stimmt auch. Okay. Wir fahren jetzt viel Landstraße bis nach Stettin. Manche munkeln, wir würden ausschließlich Landstraße fahren bis Stettin, aber das halte ich für ein Gerücht und für eine unzumutbare Lüge, die man so der Gesellschaft nicht zumuten kann. Ja, ich habe da schon recht. Ja, okay. 70 dürfen wir nicht. Ich fahre 85, aber ich verstehe nicht, warum wir 70 fahren. Deswegen tue ich mal wieder meinen guten Vorsatz, den ich ja zu Beginn der Aufnahme geschlossen habe, dass ich nicht mehr so unseriös fahre. Die ignoriere ich mal wieder gekonnt. Oh, bei der ist eine Kurve. Wenn wir 5 km/h langsamer. Jetzt hätte ich das alles besser kontrollieren können hier. Wow, die Kurve war ja voll schlimm. Voll die scharfe Kurve, ey. Jo, da vorne ist eine Kreuzung. Soll uns aber egal sein, denke ich mal. Denke ich mal, denkt der LKW. Ja. Und gute Laune pfeifen, das ist auch schön. So. Und da ist auch nichts, was uns behindern könnte. Bedeutet einmal, oh, da vorne aber. Hui. Überholverbot haben wir zudem auch, aber pff, ich weiß gar nicht, ob das die KI juckt. Ich glaube schon. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht so ist. Also, das steht in den Sternen, die wir leider gerade nicht sehen können. Das ist, finde ich auch schade, dass wir die Sterne nicht sehen können. Nicht einmal ein Licht am Ende des Tunnels oder sowas. Es sei denn, uns kommt irgendein Fahrzeug entgegen, aber da ist irgendwie nachts im Luno nicht so viel los. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist nicht so viel los.
Wir stehen vor einem Rätsel, das die Illuminaten bereit sind zu lösen. So sieht's aus. Kavusch, jetzt sind wir fast bei 100. Habe ich jetzt nicht Retarder-Version oder was? Ich glaube, dann sonst den Retarder geklaut. Leute, das finde ich aber nicht so gut. Wobei, der Vorteil ohne Retarder verlieren wir auch keine Geschwindigkeit bergab. Da können wir einfach durchjuckeln, so wie wir wollen. Kabusch. Genau so nämlich. Da können wir nämlich durchjuckeln, ohne irgendwie, dass uns was abbremst. Das spart auch nochmal Sprit. Hey Josh, wenn du mehr auf die Unfälle oder sowas achten würdest, dann würdest du viel weniger Geld verlieren und sowas. Ja, das kann natürlich auch gut sein. So. Park- und Rastplatz muss nicht sein. Wie viel Sprit haben wir denn noch? Wie lange hält der denn? Für 2900 Kilometer noch. Okay, das ist in Ordnung. Oh, da vorne ist ein LKW. Ich hoffe, der tut mir nicht weh. Badumts. Der biegt ab. Kann er gerne tun. Sondern dass es nicht unser Problem ist, ist das in Ordnung. Genau. Autobeschleunige mal. Dankeschön. Nicht bremsen. Doch bremsen. Das war das Gegenteil von Beschleunigen, habe ich mal gehört. Das macht man da, wo kritische Straßenverhältnisse aufeinandertreffen. Jo. Der zieht auch langsam voraus. Das heißt, ich kann mal, wenn der Gegenkollege weg ist, auch mal ein bisschen hier wieder auf Sicht machen. Bitte auf A10, die beleidigt. So, auch mal schön. Auf den, naja, betonplattenähnlichen Straßen. Aber es sieht, doch, kann man so anbieten. Und ein bisschen Karte Musik für Fahrt durch die Nacht. Weil das Leben als Trucker hier bei Nacht ist schon hart. Also, man schläft im Tag, man fährt in der Nacht. Einfach um die Lieferung pünktlich ans Ziel zu bringen. Und um sich auch an die gesetzlichen Vorschriften zu halten. Und dann kann es natürlich mal sein, dass einen der Tag- und Nachtrhythmus komplett durcheinander bringt. Das heißt, man hat dann, wenn man zu Hause ist, tagsüber das Bedürfnis zu schlafen. Und nachts ist man voll aktiv. Das hat natürlich Probleme, das sind Probleme mit sich. Aber als echter Trucker macht einem sowas nichts aus. Dann ist das einfach, so ist das Leben. Und man hat sich den, blinkst du? Oh, es ist rot. Ist das rot? Nee, es ist nicht rot. Das blinkt einfach nicht. Okay. Schön, dass es so viel guter Verkehr ist. Dann komme ich mir so richtig sinnvoll vor. Als LKW. Auch wenn sie statt... Oh, jetzt leuchtet es rot. Okay. Auch wenn sie stattdessen wirklich die, was wollte ich sagen, die Schiene benutzen können. Ey. Voll auf die andere Schiene bringen. Jo, how far is it? Noch relativ weit. Das heißt, wir leider wahrscheinlich nicht mehr schaffen und diese Folge. Natürlich nicht so toll. Aber, damit müssen wir uns einfach leben können. Das ist einfach so. Jo. Das ist einfach so, so. In der Tat, dann links die Baumstämme müssen ebenfalls mal transportiert werden. Ich bin mal gespannt, wann das bei uns das erste Mal so weit ist, dass wir da Baumstämme transportieren und durch die Gegend tragen müssen. Ja, wir tragen die vor allem auch jeden einzeln. Ganz bestimmt. Wer es glaubt, wird selig. Ja, selig ruhig einschlafen. Schön wäre das. Ganz bestimmt. So, ich muss ganz kurz auf die Uhr gucken. Dem ist ja nicht zu spät mit der Aufnahme, denn ich muss mal ganz kurz eine Aufnahmepause machen, wenn die Folge hier, sich dem Ende zuneigt, sonst, geht das komplett schief mit der Zeit und so. Kennt er ja bestimmt. Boss, kennt ihr nicht? Hey Josh, nimm die Folge noch lange auf, so über eine halbe Stunde und so. Genau, ich mache über halbe Stunden Folgen, weil das ja auch zum Glück nicht zeitaufwendig ist oder so. Nein. Aber ich finde das echt besser, wenn man, lieber regelmäßig, falsche Richtung. Wenn man lieber regelmäßig 15 Minuten oder 15 bis 20 Minuten bekommt, als jetzt irgendwie ab und an mal so eine halbe Stunde Folge. Da ist auch irgendwie so ein bisschen Rhythmus drin, das ist ganz gut. Und mit dem nötigen Rhythmus im Ohr, den wir natürlich auch hier im Let's Play haben, geht das Ganze natürlich noch viel einfacher. Ja, so ist das. Jo, schön, ich dachte, jo. Jo, vorne haben wir jetzt auch, aber ich finde die Landstraße echt schön. Wobei ich mich auch frage, ob das hier DLC East Bereich ist oder ob das noch auf der Standardkarte dabei wäre. Habe ich leider keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob man über die Grenzen sieht auf der Übersichtskarte oder nicht auf der Europakarte. Ich glaube mal nicht, dass man die irgendwo sieht, aber keine Ahnung, ob wohl das erweitert. Also es geht halt, glaube ich, auch ein bisschen eher um Richtung,
Ja, der Bereich auf jeden Fall. Ich glaube, das geht auch eher so ein bisschen um den südöstlichen Bereich, in dem Bereich da. Weniger als um den Teil, der direkt angrenzt. Ich glaube, sowas wie Stettin und Poznan, das gab es auch schon ohne DLC East, wie es jetzt mit den östlicheren Staaten aussieht, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, die kommen dann schon aus dem DLC. Und eigentlich ist es ja die Aufgabe von mir als Let's Player, dass ich euch sinnvollen Inhalt vermittle oder sowas oder sinnvolle Ratschläge gebe oder genau, einfach solche sinnvollen Informationen an euch herantrage, aber ich glaube, das ist ja bei mir einfach an der falschen Stelle. So, da ist überhaupt Verbote, das ist mir aber egal. Ist aber echt wenig los hier. Bis auf die paar Kurven, die hier alle 2 Meter sind. Aber ansonsten ist das relativ gemütlich. Ja, so ist das. Das Licht ist einfach auch toll. Ich verstehe vor allem den Takt nicht ganz. Hört sich ja noch so ein Kinderlied an, als nach irgendwas anderem. Aber hey. Man muss da auch ein bisschen an, es muss ein generationenübergreifendes Let's Play sein. Also auch für die Kleinsten der Kleinen, setzen sie ihre Kinder vor den PC und lassen sie, sie dieses Video gucken. Nee, das wäre, glaube ich, nicht so toll. Auch wenn der Bildungsauftrag manchmal vorhanden ist, ich glaube nicht, dass das sinnvoll wäre. Toll. Einfach nur schön. Na, war es auch schon vorbei. Wunderbärchen. Dann schauen wir mal, dass wir irgendwo einmal zum Rasten kommen. Also nicht zum Ausrasten, sondern zum andersweitigen Rasten. So. Ich glaube aber nicht, dass wir allzu bald auf so einen Ort stoßen werden. Glaube ich mal. Was sagt die Map? Der Map sagt, wir kommen nur an eine Kreuzung. Nö. Und auf der Mautstelle fahre ich nicht. Da zähle ich nicht ein. Das heißt, ich fahre mal hier irgendwie. Und ich fahre nicht ganz kurz rechts auf die Autobahn, um dann nur ganz kurz zu rasten. Das mache ich nicht. Das, nö. Das ist halt bei mir einfach am Falschen. Ich stelle mich jetzt hier mit auf die Brücke und dann, wobei, es ist sogar insofern nicht schlecht, dass wir hier einen Seitenstreifen haben. Kommen die sogar dran vorbei. Wenn sie wollen. Die nächsten 2-3 Tage. Ja, dann würde ich sagen, was ist aber für heute. Ich sag tschüss und wir sehen uns dann übermorgen wieder in einer neuen Folge vom Let's Play All Truck Simulator 2. Also bis dann, macht's gut. Tschüss. Ja, ist ja okay. Ich schau mal ganz kurz. Desert Sky ist das letzte Lied. Merke ich mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.